Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute in Deutschland und ich würde sagen, hier starten wir gleich erstmal die Drachenzucht. Hoffen natürlich darauf, dass es endlich klappt mit Stufe 3. So. Ja, Amy braucht wieder ihre Zeit und das Event ist vorbei, das Lasso-Event. Ich habe mir nichts mehr für die letzten Eventpunkte geholt, die ich für die letzten neuen Lassos bekommen habe. Ist aber auch okay. Und wir haben ja, was wir haben wollten, sammeln jetzt erstmal wieder Diamanten, sind dann gespannt, was als nächstes für ein Event kommt, zumindest zuletzt. Wann habe ich geschaut? Na gut, ist jetzt auch schon wieder 2 Tage her. Stand da noch nichts fest, aber mal gucken. So, das möchten wir natürlich wieder nicht züchten, das Spinellfeenpferd. Dann gucken wir mal, nehmen wir Ivan? Oder bleiben wir mal bei den... Ja, Abbas. Wir können ja nochmal Abbas nehmen und... ich glaube, Abia heißt sie. Ja. Okay. Wir gucken heute mal nicht, was es werden würde. Wir würden es dann ja gleich angezeigt bekommen, wenn es klappen sollte. Und sonst ist es ja sowieso egal. Und es ist mal wieder egal. Stufe 2. Ja, hier trainieren schon 2 Drachen wieder. Wir gucken mal zur Post. Achso, ja, die Dressur machen wir heute, würde ich sagen, mal wieder zusammen, denn ich glaube, wir haben uns noch gar nicht die Stiefmutter zusammen angeschaut. Für Brasilien 2800 Münzen, als Stallbursche 4200 Münzen bekommen. Ja, neue Jagdrennsaison hat begonnen. Ja, unsere Ranch wurde besucht, wir wissen leider nicht von wem. Ich würde aber sagen, bevor wir das machen, gucken wir nochmal nach Großbritannien. In Frankreich ist momentan immer noch nicht viel los. Da sind noch ein paar Pferde von dem Lasso-Event, die ich gefangen habe, die trainieren. Ich glaube, eins können wir verkaufen. Das machen wir dann auch noch. So, aber wir versuchen hier nochmal bei Mars weiterzukommen. Wir haben, genau, wir haben mittlerweile auch einen eigenen Hengst. Das ist gut. Dann schauen wir mal. Ich glaube, ja, mit dem nächsten Update werden dann wahrscheinlich die nächsten Zertifikate bekannt gegeben. Ich meine, da hatte ich nämlich auch noch nichts gesehen auf der Facebook-Seite. Zumindest könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Und dann, ja, werden wir uns demnächst hier nochmal von einigen weiteren Pferden verabschieden müssen, einfach um Platz zu schaffen für neue Pferde. Die Queen wird dann ja auch ja, 2 bis eventuell 3 Plätze einnehmen. Und ja, momentan sieht es ein bisschen schwierig aus. Bei den Fantasiepferden müsste es sich ungefähr ausgleichen. Aber mal schauen. So, jetzt müssen wir erstmal... Ja, das ist Stufe 2, würde ich sagen. Ja. Und sie. Dann schauen wir mal, ob wir hier wenigstens Glück haben und mal die Zucht abschließen können. Wäre langsam mal ganz schön, wenn es wieder klappen sollte mit einer Zucht, aber nein. Momentan ist wirklich der Wurm drin. Kann man zumindest so sagen. Dann schauen wir mal, können die anderen beiden trainieren? Ja, definitiv. Du auch. Und die Stufe 1er bleiben, glaube ich, erst nochmal.
Achso, die Edelsteine hier sind noch. Ach genau, Brasilien können wir noch zusammenlaufen. Dann sollte ich vielleicht noch nicht alle auf die Weide schicken. Aber wir können ja mal wieder hier den Salat ernten, um ein paar Münzen zu bekommen. Und natürlich auch Erfahrungspunkte. Es geht ja momentan eher wieder nicht so gut voran. Schauen wir mal, müssen wir hier ein bisschen Platz machen. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir doch nochmal nach Frankreich und dann gucken wir, machen wir erstmal zusammen die Dressur oder machen wir das Rennen in Brasilien? Ich würde sagen, wir machen erstmal das Rennen in Brasilien. Okay, hier sieht die Weide leider noch aus, wie schon länger nicht gesäubert. Und dann können wir gleich einen Stier verkaufen. Und zwar den hier. Genau. Julia, Level 10. 39 Diamanten bringt sie uns, die wir momentan ja wirklich wieder sehr, sehr gut gebrauchen können. Jetzt gleich haben wir hier ein Video angeschaut. Okay. Müsst die Regel verkaufen. Stuttopfe. Ach ja, ich weiß nicht. Acht Hafer. Mhm. Ja, Brasilien. Sollten wir hinkriegen. Schauen wir mal, wen wir noch zur Auswahl haben. Irgendwie mit guten Werten, sonst müsste ich mein Pferd wieder rausholen. Ich glaube. War das die Queen, mit der wir auch theoretisch. Ach nee, nach Verlängerung, ne? Nach Verlängerung. Das ist. Dann können wir ja mal gucken. Wir haben hier in Frankreich gerade einen Platz frei. Wen haben wir denn hier so? Auch noch ein Verkaufsset, aber ich glaube, doch, ist trainiert. Okay. Ja, muss ich wirklich nochmal durchschauen. Lucky haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber der hat auch nicht das gute Tempo, leider. Galaxy. Oh, ausdauertechnisch nicht so gut. Ja, auch tempomäßig nicht so gut. Schade. Sagt. Oh ja, das ist. Was sagt denn Secret? Da müsste. Ja, aber Ausdauer ist nicht so seins. Sonja. Das geht. Ja, nehmen wir den Azteca. Und wir müssen 1800 Meter, genau. Machen wir das mal. Nehmen wir beides mal mit. Man weiß ja nie. Ja, sie wäre auch, was die Dressur angeht, mein nächstes Pferd gewesen, das ich trainiert hätte, wenn die exklusiven Pferde Stufe 4 jetzt nicht doch so deutlich besser wären. Könnten wir hier in Brasilien Smaragde bekommen oder vielleicht auch nur einen, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber Smaragde ist ja auch immer nicht verkehrt, der kostet ja sonst auch recht viele Diamanten. Da wird man ja auch recht schnell arm bei, wenn man die kaufen muss. Okay, die Hälfte haben wir zumindest schon mal zurückgelegt. An Strecke, wir bekommen weniger Booster jetzt eigentlich. Oder auch Ausdauer. Aber wir haben ja noch das Schild. Wir gucken mal. Wenn wir es mit ihr nicht schaffen, dann brauchen wir wahrscheinlich Lea. Weil die Werte technisch einfach ja, gut trainiert ist. Besser geht sie aktuell nicht.
300 Meter. Ich glaube, es wird knapp, wenn wir jetzt nicht noch irgendwie Ausdauer oder Booster bekommen. Man könnte natürlich Werbung schauen, aber Ausdauer. Oha. Glück gehabt. Okay. Wahnsinnig viel Glück gehabt. Gut, dass das Schild noch da ist. Gut, dass wir dann nirgends hängen geblieben sind, sonst hätte das nicht geklappt. 1935 Meter. Okay. Damit können wir leben. Achso, ja, genau. Neue Jagdrennsaison, da hat noch niemand heute dran teilgenommen. Achso, nee, doch einen. Ein Smaragd. Wir haben jetzt 89 Saphire, 93 Smaragd, 115 Rubine. Ja, trotzdem. Wir können ja nochmal schauen, aber ich glaube nicht, dass ich hier irgendetwas geändert hat, dass wir jetzt schon schauen können, welche Stufe 4 Pferde reinkommen. Nee. Leider nicht. Ich würde sagen, dann stellen wir sie aber auch erstmal wieder rein, weil den nächsten Meilenstein kriegen wir mit ihr definitiv nicht hin. Einen Platz hätten wir hier. Also wenn wir bald eine Zucht abschließen. Hier sind ja noch 1, 2, 3 Verkaufspferde drin bestimmt. Ja, hier auch noch. Dann, warte mal, wenn sie. Sie verkauft, oder hatte ich sie hier, falls ich nochmal Legolas weiter züchte? Ich weiß es nicht. Wir lassen sie erstmal drin. Wie gesagt, das dauert aber immer ewig, bis ich mir alles durchgeschaut habe, wo ich zu viele Pferde habe, wo die dann stehen und mich dann entscheiden, wen ich verkaufe. Habe ich auch nicht so gut drin. Hier haben wir zum Beispiel noch ein goldenes Pferd. Zumindest dann sofort verkaufsbereit. Ich möchte einfach nur nicht ein Pferd verkaufen, das ich dann doch noch gerne behalten hätte. Ich glaube, hier sehen wir auch die Pferde aus der großen Oase mit, weil die kommen mir doch alle hier ziemlich bekannt vor. Und hier Lea zum Beispiel steht definitiv in der großen. Aber das kriegen wir schon noch geregelt. Haben wir jetzt hier irgendwas? Brasilien. Ja, genau. Da kriegen wir nochmal Erfahrungspunkte. Dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal die Fragen an. Die habe ich heute natürlich noch nicht gemacht, weil wir keine Lassos mehr dazu bekommen. Wissenschaftsquiz. In welches Reich gehören die Pferde biologisch gesehen? Pilze, Urtierchen, Animalia. Das sind Animalia. Auch leider nur eine Perle. Unter den 12 chinesischen Tierkreiszeichen ist das Pferd Nummer 7, 1 oder 10. Das ist die 7. 3 Diamanten. Und Wissenschaftsquiz: Zu welcher Ordnung gehören die Pferde biologisch gesehen? Sirenia, Perissodactylia oder Artiodactylia? Perissodactylia müsste sowas wie Wirbeltiere heißen. Gut. Ja, dann würde ich aber auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann schauen wir nach Montana und nach auf die Fantasieinsel, würde ich sagen. Schauen mal, ob wir da zuchttechnisch mehr Glück haben. Und dann gucken wir uns auch nochmal die Dressur an. Die Stiefmutter, ich weiß jetzt gar nicht, ob die schon ein vernünftiges Outfit hat, aber da gucken wir dann mal nach. Und ja, vielleicht kriegen wir ja auch mit ihr dann eine gute Punktzahl. Also, bis dann. Tschüss.